So, hallo, wir machen weiter. Bye! I wanna stop the simulation. Aktuell im Spelunky-Abschnitt. Durch den wir hier mit einem Raum, bis auf diesen einen Raum, ganz gut gekommen sind. Aber dieser Raum hier, vor allem der Sprung da unten setzt mir zu. Da weiß ich noch nicht, wie ich den machen muss. Deswegen mussten wir leider auch im letzten Part unterbrechen. Und können erst jetzt weitermachen. Nein. So, das klappt ja schon mal alles ganz gut. Also bis hier runter komme ich ja. Aber dann bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, wie dieser Sprung da gehen soll. Es kann nur... Ich muss mal was testen. Kann ich einen Sprung, den machen und dann nochmal einen Doppelsprung? Nein, kann ich nicht. Und ich kann auch nicht nach dem Doppelsprung den... Also ich kann entweder den hier oder den Doppelsprung machen. Oder so starten und dann den Doppelsprung. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, wie das gehen soll. Wir können es nicht testen, wenn ich nicht hinkomme. Ah, dieser Raum. Nein, jetzt kann ich gleich wieder wahrscheinlich den Dings nicht aufheben. Ah, doch. Ja, da konnte ich nicht. Weil ich auf der Schlange gelandet bin. Nicht mehr wegspringen. Boah, aber wie mache ich denn das jetzt da unten? Kann ich vielleicht doch am Rand so ein bisschen stehen von diesen Stacheldingern? Na, hier ist so ein ganz kleines Fitzelchen am Rand, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, das sieht nur so aus. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Kann auch nicht. Vielleicht so, dass ich den Schwung mitnehmen muss. Ah, da bin ich jetzt mal wieder komplett überfragt bei diesem Schwung, ne? Mit allem anderen sind wir gut klargekommen, aber mit dem Sprung habe ich so meine Probleme. Wow. Da ist nichts, wo ich nochmal landen könnte. Soll ich vielleicht... Oh. Ja, genau so. Ich habe aber gerade eine andere Idee. Vielleicht geht es nicht. Vielleicht ist es nicht so gedacht, aber vielleicht kann man es so breaken. Muss mal was ausprobieren. Nicht sicher. Ja, toll, jetzt komme ich wieder nicht, doch. Nein, jetzt ist er wieder weg. Genau das meine ich. Ja, dann kann ich mich eh umbringen. Kann ich diese Spinne hier vielleicht nutzen? Wo springt die denn so hin? Ah, die kommt leider hier runter. Die kommt leider hier runter, sonst hätte ich die versucht als Jump-Dings zu nutzen.
Ah, das scheint nicht die neue Lösung zu sein. Ha. Aber ich krieg nicht... Sehe ich einfach irgendwas nicht? Ist der Sprung so... Ist der Sprung vielleicht doch einfach und ich bin einfach nur dumm? Kann doch nicht sein, dass ich mich an einem Sprung so lange aufhalte. Vielleicht ist es ja doch ein ganz normaler Doppelsprung, aber... Das Problem ist halt, ich kann nach dem Doppelsprung nicht mehr den hier machen. Das kann ich vorher oder nachher. Aber das reicht nicht, das sieht man ja. Damit komme ich nicht mal da hoch, selbst wenn ich wollte. Und dann komme ich da auch niemals drüber. Also muss ich den anderen machen. Aber dann nicht so, weil das reicht ja auch nicht von der Höhe. Auf dem Ding stehen kann ich auch nicht, ne? Mir fehlt da eine Plattform irgendwie. Ist doch nett. Also wirklich, als müsste ich diese komische Spinne so als Jump-and-Run-Plattform-Dings nutzen. Ich weiß es nicht. Aber die geht ja nicht. Die geht ja immer dahin. Ja, die springt immer gleich. Kann ich nichts machen. Ist die Leiter da oben echt oder ist das Deko? Komme ich an die Leiter ran? Nee. Nee, keine Chance. Oh, das war's fast. Okay. Alles klar, ich muss da wirklich mit Schwung arbeiten. Ach du Schande. Ach du Schande. Na gut, dann müssen wir das halt jetzt ein bisschen probieren. Aber probieren kann ich es nur, wenn ich auch hinkomme. Aber gut, das geht jetzt hier alles flott. Das ist immer nur eine Frage der... Nein! Nicht schon wieder. Ich komme da nicht mehr ran. Ja, RIP. RIP everything. Ja, gut. Ich hoffe, da hinten passiert nicht noch irgendwas Blödes. Das wäre dann gemein. Dann gehe ich weinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, yes. Okay. Schwitz. Okay, ich wette, ich kann hier nicht durchfallen. Dann wäre das Level ja vorbei. So, den triggern wir erstmal wieder nach oben. Hat gut funktioniert. Auch das hat gut funktioniert. So. Viel ist es ja gar nicht mehr jetzt.
Außer es passiert noch irgendwas. Also da ist es ist nirgendwo mehr so eine Stachel. Eigentlich nur noch ein paar Spinnen. Kann ich die von hier? Kriege ich die von hier? So. Da gehen wir einfach schnell durch. Den kann ich auch antriggern. Nur noch die Spinne da unten übrig. Die ist da echt ungünstig, ne? Ich probiere es mit einem kompletten Sprung. Das wollte ich nicht. Nein! Schade. Aber der Raum geht klar. Ich müsste die am Anfang loswerden. Die ärgert mich nachher da unten am meisten. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. Na? Mist. Zu langsam dafür. Für das, was ich tun wollte. Ah, jetzt geht die nicht dahin. Jetzt springt die woanders hin. Das ist gut. Das war dumm. Okay, die kann also auch woanders hin springen. Dann überlassen wir es einfach dem Zufall, was da passiert. Und versuchen hier schnell durchzukommen. Ach, jetzt bin ich blöd. Gerade hat das doch alles funktioniert. Gerade hat das doch alles funktioniert. Ah, wahrscheinlich springen die in meine Richtung. Deswegen ist die vorhin darunter gesprungen, weil ich hier noch rüber bin wieder. Das würde Sinn ergeben. Mist. Nice. Ja, jetzt haben wir's. Sehr schön. Puh. So, hier drüben bin ich, okay. Da wollte ich den nicht hinschießen, aber okay. Oh nein, ich muss schon wieder so einen blöden Sprung machen mit dem Ding, ne? An den Momentumsprüngen bin ich ja nicht einverstanden. Die sind kritisch. Ja, das wird halt eh nix. Oder geht das so? Das war ja klug. Das wird eh nichts, egal. Scheiße. Nee, das reicht nicht. Auch kein Fan von diesen Sprüngen. Aber überhaupt nicht. Irgendwie so und dann nochmal einen Schub nach. Keine Ahnung. Oder ich brauch sie doch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, super. Es könnte auch ohne die gehen, ne? Alles klar. Oh, Junge.
Okay. Gut, die ist jetzt. Nein! Oh! Ich wollte nicht schießen, ich wollte springen. Gerade war das wieder blöd. Also wirklich ganz knapp einfach abspringen. Uiuiui. Super. Da komme ich doch nie wieder ran. Ja, ich hoffe, ich brauche sie nicht. Gut, jetzt habe ich sie eh wieder. Ja, also einfach wirklich ganz knapp springen. Na gut. Hilft ja nix. Oh, es ist so unangenehm knapp. Ah, oh, der Tod gerade ärgert mich wieder, weil der unnötig war. Ach Mist, wie habe ich das gerade gemacht? Scheiße. Möglichst ganz spät, wahrscheinlich bin ich abgesprungen. Irgendwie so. Keine Ahnung. Es reicht nicht. Wie habe ich das gemacht? So nicht. Wie habe ich den Sprung gerade gemacht? Ja, so auch nicht. Ich habe eine Idee. Lass mich mal was. Kann ich? So ein bisschen ansch... Das probieren wir gleich mal aus. Ah, das kann ich machen. Ah, okay, das wird angenehmer dann. Ja, verstanden. Glaube ich. Darf man nicht so voreilig sein mit, oh, ich hab's verstanden und dann hat man es doch nicht verstanden. Ja, doch. Ziemlich eindeutig verstanden. Das war blöd. Aber gut, dann ist der blöde Sprung jetzt geklärt. Sehr schön. Da frage ich mich doch jetzt an der Stelle, kann ich nicht hier? Nee, kann ich nicht. Nee. Nee, keine Chance. Machen wir es lieber so. Lieber einmal zurück. Dann sollte ich hier runter und dann habe ich Ruhe. So. Und das wollte ich vorhin eigentlich machen. Und stattdessen bin ich gestorben. Blöd, wie ich bin. Okay, mir gefällt dieses rote Pilzding da nicht. Das hat irgendwie so wie das sowas wie, hey, ich werde explodieren. Und du kannst nichts! Ich hab die nicht gesehen. Wieso sehe ich sowas nicht? Okay. Aber wir haben den Raum. Wir haben den Raum. Alles gut. Alles gut. Raum ist klar. Muss nur noch umgesetzt werden. Ist ja immer besser. Ist einfach nur noch nicht zu schaffen, als nicht zu wissen, wie es geht. Das ist ja ein Unterschied. So, das denn? Das hat nicht hingehauen.
Das hat einfach nicht hingehauen. Das hat auch nicht hingehauen. Hallo? War so klar, weil ich wieder ungeduldig bin. Schade, dass der Spelunky-Part ist ein bisschen zu lang und der Isaac-Part war ein bisschen zu kurz. Das ist eigentlich... Das müsste genau andersrum sein. Na, also das ist echt ein bisschen arg lang. Es ist schön, keine Frage. Ich spiele gern Spelunky. Aber, ich bin so doof. Aber dafür war das Isaac-Ding halt viel zu kurz. Da hätte ich mir viel mehr gewünscht. Gut, vielleicht soll ich einfach wieder Isaac spielen, dann kann ich das... Es war ja nichts anderes als... Oh, fuck. Es war ja nichts anderes als Isaac. Ne? Es war ja eigentlich wirklich einfach nur Isaac. Ach, Mann. Oh, ich dachte, der reicht nicht. Gut. So. Ich habe mich drauf vorbereitet, aber ich habe leider zu bald geschossen. Ihr habt es ja gesehen. Ich sollte einfach... Ich kann doch einfach auf sie draufspringen. Ich bin doch blöd. Ich kann doch einfach auf sie draufspringen. Mann. Das war jetzt eigentlich, ja, das war jetzt eigentlich wieder ein richtig unnötiger Tod. Ah, immerhin klappt das jetzt. Es ist so gut, wenn man weiß, wie eine Sache funktioniert. So. Wie gesagt, da ist noch dieser komische... Ich weiß nicht. Die gefällt... Ich will da nicht drauf landen. You're too slow. God dang it, Sonic! God dang it. Okay, wir gehen da nicht mehr hin. Das war ein Chaos Emerald. Verstanden. Ich dachte, das ist ein Pilz oder so. Ah, oh, Sonic, du... Blöder. Aber man muss das ja auch immer ausprobieren. Man muss doch immer alles zeigen. Was soll ich tun? Ich muss doch zeigen, was hier Sache ist. So. Theoretisch... Dürfte jetzt nichts mehr schief gehen. So, lass mich in Ruhe, Sonic. Okay, Bossfight. Ah, ich kann ihn schon abschießen, okay. Bruder, was ist das denn? Okay, auch der hat wieder unterschiedliche Phasen. Und schießt gern mit grünen Blubberblasen. Das reimt sich. Okay, hier unten ist cool. Ah, nicht so cool. Das kann er auch. Ach du Schande. Das Hauptproblem bei dem Boss wird, glaube ich, der Rückstoß sein. Dieser unkontrollierbare Rückstoß. Okay, komme ich da dran vorbei oder nicht? Das ist die Frage. Ah, die prallen da hinten ab. Ich
treffe ihn nicht, wenn er da unten... Okay, ich muss dann ganz runter. Aber wahrscheinlich ist auch das wieder ein Boss, wo man einfach mehr ausweichen sollte als treffen. Oh, das war gut. Jo, wie soll man denn das alles machen? Okay, das ist neu. Und wenn ich hier unten bin, wie soll ich wieder hochkommen eigentlich? Ach so, scheiße. Oh mein Gott, mit dem Sprung. Ja. Ach du Schande, das wird ja unangenehm. Was ist jetzt? Hä, wie soll ich denn dem ausweichen? Oder geht es dann nicht bis ganz nach oben? Kann man gleich feststellen? Bin ich hier safe? Ja. Ja, aber wenn er da unten ist, komme ich nicht an ihn ran. Mehr davon. Das ist schön. Das nützt mir nur nichts. Cool. Alter, da hinstellen ist auch dumm. Gott. Der wird nicht angenehm. Okay. Die zerplatzen, das geht eigentlich auch unten klar. Das ist egal, wo wir da sind. Und wenn er sich so dreht, macht er den hier. Okay. Jetzt muss ich hoch. Ja. Oh je, oh je, oh je, oh je. Cool. Ciao. Ach du Scheiße. Jetzt dreht er sich, jetzt macht er den hier. Das geht klar. Damit komme ich klar. Ich hoffe jetzt mal, dass das ein Boss ist, der nicht... Wow! ...mit der Zeit schlimmer wird. Okay, auch damit sollte ich klarkommen. Dabei kann ich ihn sogar ein bisschen abschießen. Ja, bis zur Hälfte hat man ihn. Wir machen zum Glück gut Damage. Ja, bitte mehr davon. Gib mir gute... Nein, ich muss weg. Schade. Da wollte ich zu viel. Ah, die Blubberblase ist noch oben. Ja, das war nix. Das war auch nix. Jetzt geht er eh runter. Da muss ich aber dann auch... Ach, ich bin so dumm. Echt, da war ich auch wieder dumm. So, jetzt muss ich runter. Nein. Boah, das war knapp. Okay. Soweit sieht es doch ganz gut aus. Wird der mit der Hälfte schlimmer? Ja, das war jetzt halt blöd. Aber der scheint mit der Hälfte nicht anders zu werden. Der scheint sein festes Muster zu haben. Und in dem Rahmen funktioniert der. Okay. Da war ich zu ungeduldig. Aber ich glaube, das ist dann wieder was für den nächsten Part. Da würde ich dann doch ein bisschen... mehr Zeit mir für nehmen wollen.
Ich habe jetzt so oft geschossen, ohne mich zu regulieren, dass ich in die Stachel reingerutscht bin. Ups. Darauf habe ich nicht. Oh oh, ich bin blöd. Ja, da darf ich nicht hin. Okay. Das kann man bitte gerne die ganze Zeit machen. Das ist auch ganz cool, wenn die von unten kommen. Ja, was soll ich jetzt tun? Er geht eh runter. Okay, da können wir jetzt gut schießen. Wir müssen nur ausweichen. Mist. Ah, da macht man gut Damage in der Phase. Da nicht. Oh. Bin hier ganz ungünstig. Ist hier halt hier wieder die Sache mit dem ungeduldig werden, ne? Das ist dann hier so wieder das größte Verhängnis. Okay. Schön ausweichen. Ich muss weg. Ich hab's zu spät gesehen. Mist. Aber wir hatten ihn so weit schon. Ja, da war ich wieder zu ungeduldig. Ich wollte zu viel. Eher zu gierig, nicht zu ungeduldig. Ja, auch da wieder. Moin. Ach, das ist am Anfang, wenn er runtergeht, ist blöd. Ich will das nicht. Das will ich schon eher. Mist. Da habe ich nicht gesehen, dass von oben noch was kommt. Okay, machen wir noch 5 Versuche und dann hören wir auf. Versuch es immer, wenn mindestens ein Viertel weg war. Also jetzt war, glaube gut, ein Viertel weg. Zählt auf jeden Fall für mich als Versuch. Na, ja, die kommen hierher. Das ist nicht gut. Oh nein, der macht Quatsch. Kommt der eigentlich auch dann noch wieder hoch, wenn er mal unten ist? Ich meine, sonst muss ich jetzt runter. Das war dumm. Aber es war ein Versuch. Nein, die ist noch oben. War das ein Versuch? Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht so richtig. Mist. Jetzt geht er wieder runter. Jetzt macht er wieder Quatsch. Aber kommt er jemals wieder hoch, wenn er einmal unten ist? Du bist doof. Nein, er macht Quatsch. Ja, keine Chance. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder mal einen Versuch. Wow, das war knapp. Bisher der beste Versuch, ne? Ich hab mich nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo ich hingesprungen bin. Auf einmal war ich tot. Scheiße. Das war gerade ein voll guter... Oh oh.
Wie soll ich denn da wieder hoch dran kommen eigentlich? Das war gerade ein voll guter Versuch. Ach, von da drüben. Nicht von da, wo ich das immer mache. Ah, ich bin dumm. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Ich glaube, man muss einfach nur die Phasen gut lernen und dann geht das auch klar. Und da darf ich halt nicht so gierig werden. Da muss ich halt weg. Bruder! Ja, oder so. Na, so muss ich wieder zurück. Verstanden. Fehler erkannt. Fehler gebannt. Ja, die gehen alle runter. So wie ich auch. Scheiße. Okay. Er macht Quatsch. Jetzt muss ich einmal hier. Ja, da war ich zu ungeduldig. Irgendwie klappt das mit meinen Versuchen. Oh nein, er macht Quatsch. Aber ich bin diesmal endlich mal rausgekommen aus der Nummer. Sehr gut. Das ist die beste Phase, um Schaden zu machen, aber halt auch die ungünstigste. Weil er da auch ordentlich Schaden macht. Nein, ich hab's... Ah, ich war zu gierig. Das war eigentlich gut. Also das war auf jeden Fall der vierte Versuch. Das war jetzt auf jeden Fall der vierte Versuch. Und dann war ich wieder zu gierig. Aber ich denke, also wenn wir den in den nächsten Part reinschieben, dann geht der recht fix. Ich glaube, da fehlt nicht mehr viel. Um den abzuschließen. Aber mir scheint, wenn der einmal unten ist, bleibt der unten, ne? Alles klar. Oh, ich dachte jetzt, ich werde in die Stacheln laufen. Mist! Das war mein fünfter Versuch, damit ist das jetzt der letzte. Also wenn ich nochmal so weit komme und ich gehe wieder drauf, dann hören wir auf. Ah, er macht Quatsch. Macht keinen Quatsch. Nein, das will ich noch nicht als Versuch zählen lassen. Der ist nicht so schlimm, wie er wirkt. Man muss nur seine Phasen verstehen und dann geht er klar. Und man muss halt verstehen, wie man wieder hochkommt, wenn man mal unten ist. Ja, okay. Wir machen es im nächsten Part, das wird mir zu lang. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.